herzlich willkommen bei mir im Ark, wieder zu einem neuen Tutorial. Wenn ihr kein Tutorial mehr verpassen wollt, dann drückt auf Abonnieren und lasst mir ein Gefällt mir da. Ich würde mich natürlich irrsinnig freuen darüber. Somit weiß ich, dass ich meine Arbeit richtig mache. Heute stellen wir uns die Frage, wie leicht ist eine Shadowmane wirklich zu zähmen? Und vor allem, was brauche ich dafür? Und welcher Fisch ist dafür am besten geeignet, um meine Nerven zu schonen? Ich möchte heute die Frage klären, wie einfach ist es wirklich, eine Shadowmane zu zähmen? Ich kann euch gleich sagen, es ist ganz schön knifflig und es hängt hauptsächlich davon ab, wie hoch ihr eure Zähmgeschwindigkeiten habt. Ich habe mir hier dazu den besten Fisch gespawnt, denn es gibt ja wie bekanntlich drei Fische im Ark, die dafür geeignet sind. Das ist der Coal, den habe ich hier nicht herinnen, den frisst die Shadowmane zwar schon, aber er gibt am wenigsten Zähmfortschritt. Dann gibt es noch den Piranha, der ist an zweiter Stelle, den mag sie doch etwas lieber. Und hier gibt es die Zapatus Palmen. Wichtig ist es, dass ihr hier schaut, dass ihr einen hohen erwischt. Zum Beispiel dieser 1,3, der ist ganz schön lecker. Ja? Der ist umso höher die Werte hinten, so wie dieser 1,3, 1,5 wäre natürlich noch besser. Umso höher dieser Wert ist, umso mehr Zähmfortschritt gibt es. Das heißt, sucht euch einen dicken, fetten Fisch, fangt ihn mit so einer Fischreuse. 1,5 hätten wir. Ganz wichtig, ihr habt, wie beim normalen Passivfüttern auch, den Fisch. Hier unten drinnen, die gefüllte Fischreuse. Ich habe einen relativ hohen Salmon, natürlich gespawnt. Das heißt, ihr müsst etwas suchen und mit ein bisschen Glück einen hohen finden. Wenn diese Shadowmane sich schlafen legt, könnt ihr euch anschleichen. Ich habe festgestellt, Kaktussaft und eine komplette Gilli-Rüstung sind von extremem Vorteil, weil der Sichtradius von der Shadowmane minimal wird. Das heißt, sie steht eigentlich fast vor dem Vieh und sie sieht euch nicht. Ihr dürft nur nicht berühren, dann geht das. Zusätzlich müsst ihr aufpassen, die gefangenen Fische halten nicht ewig. Die haben eine Verfallszeit. Also timet es richtig, dass ihr nicht dann steht und in dem Moment verfällt euer Fisch. Ich habe diese Shadowmane jetzt mit einem Fisch 1,5 gezähmt und habe die Zähmgeschwindigkeit auf 4, wie gesagt. Also könnt ihr euch ausrechnen, wie viel ihr bei einer hohen braucht. Ich habe es lange versucht mit einem Coil. Der gab gerade mal 15-20% bei einer 20er Shadowmane. Wie ihr gesehen habt, diese ist auch relativ klein gewesen, aber mit einem besseren Fisch ist sie instant gezähmt. Das heißt nochmal die Kurzfassung, ihr braucht einen sehr hochwertigen Salmon. Level egal, nur der Multiplikator muss passen. Ihr braucht hohe Zähmwerte, damit ihr auch keine Nerven verliert. Ihr braucht eine Gilli-Ausrüstung, ihr braucht Kaktussaft, ihr braucht Insektenschutz, Nerven wie Drahtseil, Anschleichkunst, E-Drücken und hoffen, dass es beim ersten Mal reicht. Ansonsten viel Spaß bei den Versuchen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen auf Abonnieren drücken und auf Gefällt mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.